Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem ganz neuen Video von mir. Heute haben wir mal wieder was ganz Außergewöhnliches. Ich glaube, das hatte ich das letzte Mal 2015 oder 16. Ich habe einen richtigen One-Brand-Look für euch. Das heißt also nur von einer Marke. Ich war shoppen, ich hatte es euch schon gezeigt. Also auf Instagram habe ich zumindest schon mal gezeigt, was ich vorhabe. Und in meinem letzten Video-Haul, da habe ich bei Rossmann ja gezeigt, was ich eingekauft habe, dass ich die Theke geplündert habe, und zwar die ehemalige Rival de Lubiang-Theke. Heißt ja jetzt Rival Loves Me. Und da habe ich echt zugeschlagen. Und ja, wir werden so heute alle zusammen auftragen, testen, ausprobieren, ich weiß nicht was alles. Ich habe mir nebenbei hier mal mein Smartphone, also mein Handy, zu angemacht. Und zwar habe ich die Rossmann-Seite aufgemacht, um euch zu zeigen, wie die aufgebaut ist, dass man das auch online bestellen kann. Im Übrigen, da oben steht es auch, Lieferung in die Filiale, ne, ab 20 Euro könnt ihr das auch machen. Das geht also auch ganz gut. Das heißt also, ihr habt eine kostenlose Lieferung in die Filiale ab 20 Euro und eine kostenlose Lieferung nach Hause dann für 69 Euro. Aber wie gesagt, ab 20 Euro in die Filiale liefern lassen, das könnt ihr ja auch machen. Finde ich eigentlich auch eine gute Idee. Ich habe das noch nie gesehen, das ist mir heute Morgen aufgefallen, als ich die Seite von Rival de Loop aufgemacht habe. Also das ist hier nicht die App. Die App habe ich auch, weil da habe ich zum Beispiel meine 10% Rabattgutscheine immer. Da sind auch die ganzen Neuigkeiten, was jede Woche so ein Angebot ist und so. Ne? Und das sind wir auch immer bei Rossmann. Jedenfalls, da könnt ihr mal schauen. Dann habe ich Rival Loves Me aufgemacht und dann seht ihr schon hier, wie das so aufgebaut ist. Könnt ihr nach oben, könnt ihr lesen, was da alles steht. Und dann kommen auch schon hier die Produkte. Und dann könnt ihr die nämlich anklicken. Das heißt, ihr könnt hier weiterschieben. Ich zeige euch das mal. Und euch die Produkte hier alle angucken und dann eben anklicken. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel hier Foundations. Das ist unterteilt in Foundations, Powder, Contouring und Highlight. So, und ich habe jetzt mal Foundation aufgemacht und dabei ist mir was aufgefallen. Ich hoffe, ich habe keinen Fehlgriff gemacht, Leute. Ich habe mir doch diese Foundation ausgesucht, und zwar Rival Loves Me 01 Light Ivory. Und zwar ist das die HD Perfection Make-up. Genau, die habe ich genommen. Und der Nagellack kommt im Übrigen auch noch. Wundert euch jetzt nicht, dass der so aussieht. Das habe ich mit Absicht gemacht, weil ich trage ihn jetzt seit Dienstag und heute ist Donnerstag. Und ich wollte euch zeigen, bei meiner Abwascherei und Kocherei und Backerei. Also ihr Leute auf Instagram, die mir folgt, ihr wisst das, was bei mir immer ist. Bin den ganzen Tag immer irgendwie am Backen, am Abwaschen und so. Leute, dafür hat er echt gut gehalten. So, jetzt habe ich hier das ultraleichte HD Perfection Make-up. Deckt Unreinheiten gekonnt ab und sorgt für einen ebenmäßigen Ton. Die flüssige Textur hinterlässt dank ihrem Soft-Focus-Effekt das Gefühl einer zweiten Haut für ein natürliches und mattiertes Finish. Okay, dafür habe ich mich entschieden. Es gibt aber eine, die nennt sich Skin Optimizer Foundation. Ich weiß nicht, schwupp, da kommen gerade Nachrichten rein. Ihr seid so fleißig auf Instagram. Leute, da kommt sie. Das ist die, die hat nämlich 5 Sterne bekommen. Und die, die ich gekauft habe, die hat nur einen Stern, schaut mal. Jetzt bin ich natürlich mal gespannt, weil Punkt 1 ist es ja auch immer von der Haut abhängig. Ne? Was ich nicht gelesen habe beim Kauf, war natürlich, dass sie matt ist. Das habe ich nicht gesehen, weil die HD Foundation, die ich vorher mal hatte, zum Beispiel von Revlon, die war nicht so matt. Ne? Und bei der Skin Optimizer Foundation hat man wohl, ich gucke gerade mal, dermatologisch getestet, bla bla bla, Zellatmung, Lichtschutzfaktor. Ah, da bin ich ja ganz froh. Ich muss mal gucken, ob in meiner auch ein Lichtschutzfaktor drin ist. Wartet mal. Okay, hier steht nichts von Lichtschutzfaktor, weil ich mag keine Foundations mit Lichtschutzfaktor. Wer It Cosmetic gesehen hat bei mir, weiß, wie ich damit jetzt schon auf Kriegsfuß stehe. Okay, so, jetzt haben wir Rival Loves Me Primer, Dewy and Fresh mit Hyaluron und Aloe Vera. Den werden wir jetzt natürlich zuerst auftragen. Ne? Leute, das ist der erste, der jetzt auf meine Haut kommt. Und danach kommt die Foundation. Mit leichtem Schimmer kaschiert er Hautunebenheiten und bereitet die Haut optimal auf das anschließende Make-up vor. Für umwerfend Ausstrahlung und frischen Glow. Ha, gleich morgens was täglich auftragen nach der Reinigung, bla bla bla. Das Übliche. Also ich werde ihn jetzt einfach mal auftragen. Das mache ich natürlich mit den Fingern, weil das mache ich immer mit den Fingern. So, ich muss zum Friseur. Von daher mache ich das jetzt hier natürlich auch. Aha, okay. Er kommt weiß raus, also nicht irgendwie pearl-schimmernd oder so. Und ich trage ihn jetzt mal, ah ja, sehr
Okay, wie so ein silikonlastiger Primer halt. Und, oh, macht sich aber gut. Ach, wisst ihr, was der macht? Ach, das finde ich ja schön. Der zieht so ein bisschen an. Wisst ihr, was ich damit meine? Das bedeutet, dass hinterher die Foundation, die da drauf kommt, nicht so wegrutscht. Da gibt es ja so andere High-End-Marken, von denen habe ich bisher nur gehört. Ich habe mich noch nie getraut, sie zu kaufen, weil das sind Preise, die sind für mich immer utopisch, wo ich denke, wow, wenn das da nichts ist, dann stehe ich da. Und dieser hier fühlt sich aber so an, denke ich mal. So kann ich es mir... Ah ja, der wird so ein bisschen matt auf der Haut, nicht klebrig, aber so stumpf. Nein, stumpf ist auch nicht der richtige Ausdruck. Wie wird der? Haftbar, genau, wie so ein Haftgrund. Jetzt gehen wir mal zum Tapezieren. Das ist so ähnlich wie Haftgrund. Und ich habe meinen Hals heute extra noch nicht gemacht, weil ich nicht wusste, wie weit ich hier nämlich ausstreichen werde. Ja, aber der macht Haft. Ja, das ist nicht im Sinne von klebrig, aber der macht Haft. Ich habe ja früher schon immer erzählt, dass ich ja nie ein Fan war oder bin von so diesen typischen Primern. Kennt ihr noch diese durchsichtigen Gel-Primer, die so wirklich auch Silikon, aber so 100% Silikon. Da habe ich immer gedacht, Gott, hätte ich auch so eine Silikonkartusche kaufen können. Ne? Aber läuft die Kamera noch? Ja, weil da hat es eben geflackert drin. Ich muss immer aufpassen, nicht, dass ich hier heute abdrehe. Das wäre es, so ein Mega-Marathon-Video hier mit diesen ganzen Produkten und die Kamera geht aus. Ja, den finde ich schon mal gut. Dewy and Fresh. Ja, also fresh, damit meinen die mit Sicherheit, dass er sich so kühl anfühlt. Ne? Und ja, ansonsten, wie gesagt, mit Hyaluron und Aloe Vera gefällt mir erstmal so sehr gut. Ihr wisst ja, er ist zwar nicht mit diesem Schimmer, was mal bei Essence war, dem ich einmal auch hinterher jammere. Ihr wisst bestimmt, welchen ich meine, aber er fühlt sich sehr gut auf der Haut an. Aber heute keinen Concealer. Ich werde auch keinen Concealer benutzen, weil ich jetzt aus der Linie gar keinen Concealer mitgenommen habe. Ich habe mir gedacht, das machen wir heute komplett ohne. Ich werde auch nicht den von Catrice anwenden. Das heißt, ich mische nicht. Es wird hier ein reines Video nur mit Rival Loves Me Produkten. So, und jetzt nehmen wir nämlich die Rival Loves Me HD Protection. Und wie gesagt, das ist die Farbnummer 01, Light Ivory. Und ich werde mal schauen, das ist ein normaler Kunststoffbehälter. Und hier oben habt ihr so einen Kunststoffdrücker. Ich werde mal gucken, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen was rausholen. Und mir das, glaube ich, mal auf den Handrücken machen. Ah, die Farbe gefällt mir schon mal sehr gut. Schaut mal. Das nenne ich mal eine schöne helle Farbe für mein Häutchen. Perfekt. So, mit welchem Pinsel fangen wir an? Ich glaube, ich nehme einfach mal gleich den von Rival Loves Me. Das ist ja dieser hier. So, jetzt gehe ich mal los und mache jetzt mal nur hier die rechte Seite. Müsst ihr mal gucken von euch aus, welche Seite das ist. Und ja, sehr deckend. Ich muss mal gucken, ob das nur mit dem Pinsel geht oder bin ja nicht so der Pinselfreund. Ich bin ja eigentlich so dieser, ja, Beautyblender-Fan, ne? Also, ich muss mal gucken, wie das bei mir funktioniert. Aber so, er ist schön weich. Er ist wirklich sehr weich auf der Haut und lässt sich auch super gut verteilen. Bin jetzt mal gespannt. Der hier kostet 2,99 von Rossmann. Und der von It Cosmetic, den ich jetzt gleich auf der anderen Seite anwenden werde, weil ihr habt den Wunsch auf Instagram geäußert, ich möchte doch bitte beide Pinsel mal so gegeneinander stellen. Und das werde ich jetzt einfach machen. Ich werde das jetzt machen. Und ich ziehe das hier auch einfach ein bisschen runter, weil das ist ja so eine HD. Das heißt, die ist ja auch deckend und das müsste eigentlich auch hier so mein Erdbeerkinn gut abdecken. Und auch so die Rötung am Hals. Ihr wisst ja, ich habe hier mein großes Muttermal, ne? Und ja, also so gefällt der Pinsel mir sehr gut, auch von der Form her. Dadurch, dass der so ein Herzchen, so eine Herzchenform hat, ne, die kennt ihr ja, kann man hier natürlich auch mit der einen Seite so gut hier in die Ecken rein. Finde ich richtig gut. Ich nehme nochmal ein bisschen auf. Ja, finde ich cool. Okay, ihr wisst ja, ich gehe immer mit meiner Foundation über die Augen. Das ist nichts Neues. Und ich buffere jetzt hier auch in dem Bereich noch mal ein bisschen was ein. Da, wo meine Rötungen sind. Und ist sozusagen wie eine zweite Schicht. So, ich schau mal. Ah,
die gefällt mir nicht mit dem Pinsel aufgetragen. Jetzt mache ich Folgendes. Meine Haut kann auch sein, dass die dafür nicht geeignet ist. Jetzt nehme ich den hier, den Beauty Blender, also den Real Technique Schwamm und gebe das damit nochmal auf. Okay. So, aber meine Rötungen verschwinden da nicht. Das ist jetzt das Problem. Ah. Oh, mach nochmal ein bisschen. Seht ihr das? Ich habe immer diese Rötung an der Stelle. Und kriege die nicht weg. Ja, ich kriege meine Rötungen hier nicht weg. Das ist jetzt ein Problem. So, ich habe jetzt einfach noch mal eine zweite Schicht aufgetragen, weil ich wissen will, wie das mit der zweiten Schicht aussieht. Ich brauche das. Ich brauche ein bisschen Deckkraft hier unterm Auge. Ich habe also noch eine zweite Schicht aufgetragen, weil bei der ersten war mir hier noch zu viel Rötung in dem Bereich und das gefiel mir nicht. So, dann haben wir jetzt erstmal die eine Seite gemacht. Jetzt mache ich mir noch mal ein bisschen Foundation hier drauf und werde jetzt den von It Cosmetic benutzen. Und das ist dieses Jahr ein Bufferpinsel. Ja, ich hätte es auch gerne anders gehabt, aber leider war der dieses Jahr so. Ne? Ich habe den bestellt und dachte wirklich, es kommt der Pinsel vom letzten Jahr. Aber es kam leider dieser Bufferpinsel. War für viele wohl auch überraschend. Und ich arbeite nicht gerne mit dem Bufferpinsel, weil ich weiß nicht, ich komme damit immer nicht, seht ihr das, ich komme damit nicht so gut klar. Warum, weiß ich auch nicht. Aber ich werde jetzt einfach noch mal ein bisschen was auf den Handrücken machen und versuche das Ganze noch mal auch einfach erstmal so zu verteilen, auch hier unten an meinem Muttermal. Wir gucken mal. Ich finde den von Riva Loves Me besser. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich mit dem... Ich meine, der kostet 30 Euro, Leute. 30 Euro. Und... ich mag den nicht. Der andere, ich sage euch aber gleich, der andere ist ja mega gut überall angekommen. Und ich denke mal, dass das ja eine Empfindenssache ist. Der eine kauft sich gerne so einen abgerundeten Pinsel, der nächste kauft sich gerne... ja, so ein Bufferpinsel hier halt, ne? Und ich bin nicht so immer für diese Bufferpinsel, obwohl ich gerne meine Bürsten verwende, die ja ähnlich sind, aber halt nicht gleich. So. Ja, ich weiß nicht. Ich kann jetzt noch mal ein bisschen die zweite Schicht auch damit auftragen. Ich mache es einfach mal, weil wir haben ja mit dem anderen Pinsel auch praktisch die zweite Schicht aufgetragen. Die ist dabei mir nicht cremig genug. Und ja, was soll ich sagen? Ich gehe jetzt mal mit meinem Real Technique Schwamm einfach mal rüber, um das Ganze nochmal richtig einzuarbeiten. Aber sie wird bei mir fleckig. Yep. Auf alle Fälle gefällt die Foundation mir nicht. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Nee, das ist nicht mein Ding. Die ist mir zu trocken auf der Haut. Die ist auch so, ich weiß nicht, kann das gar nicht richtig beschreiben. Die sitzt nicht gut auf meiner Haut, wenn ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Die löst sich auch wieder. In dem Moment, wo man mit dem Schwamm rüber geht, löst sie sich auch wieder. Das ist doof. Ja, das sieht nicht gut aus auf meinem Gesicht und... Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so recht, was ich machen soll. Ob ich jetzt nochmal wieder eine Schicht nehme und nochmal auftrage und nochmal rübergehe und das Ganze nochmal mit dem Bufferpinsel jetzt ausprobiere. So sieht sie sehr gut aus vom Farbton. Aber die geht wieder ab. Und die hält nicht bei mir. Also diesen Primer fand ich eben gut. Ne? Und ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass eine andere Foundation gut ist, aber... Diese Age, die mag ich gar nicht. Ich werde auch gleich mal lesen, ob jemand in der Bewertung geschrieben hat, warum er sie nicht mag. Weil daran kann man dann schon erkennen,
ob man mit seinem Problem alleine dasteht oder ob das ein allgemeines Problem ist. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine ist für ölige Häutchen. Das kann an meiner trockenen Haut liegen. Es wird bestimmt ganz viele geben, die sagen, boah, die habe ich ausprobiert und die war super auf meiner Haut. Aber leider nicht auf meiner und sie löst sich auch wieder ab. Ja, das ist ein Problem. So, wisst ihr, was ich jetzt mache, meine Lieben? Ich mache heute mal wirklich die Probe aufs Exempel. Das habe ich noch nie getan. Ich werde jetzt die komplette Foundation nur mit meinen Tüchern hier runternehmen. Wieder komplett. Und probiere sie mit dem Beauty Blender aufzutragen. Weil ich wirklich wissen möchte. So, und ich mache einfach den Primer ein bisschen dicker drauf, weil ich ja jetzt im Prinzip auch meine Tagespflege mit runterhole, ne? Darf man auch nicht vergessen. Und ich und ohne Tagespflege ist ja eigentlich nicht mehr möglich. So. Ich mache mir mal von dem Peter Schmiedinger so ein Feuchtigkeitsspray drauf. Ich muss mal gucken, dass ich ein bisschen Feuchtigkeit auf meine Haut kriege. So, lassen wir die mal ganz kurz sich setzen noch, dass das ein bisschen einzieht. So, jetzt ist das Ganze eingezogen und jetzt nehme ich den Real Technique Schwamm und fange mal an, das so aufzutragen, wie ich das eigentlich immer mache. Weil es kann auch wirklich sein, dass das auf meiner Haut nicht funktioniert, weil ich kein Pinseltyp bin. Das kann nämlich auch passieren. So, okay. Also ich habe das jetzt aufgetragen und sie holt es auch immer wieder, also der Schwamm, nicht ganz so doll wie der Pinsel, aber es löst sich immer wieder und es ist wirklich eine Katastrophe. Ich finde die ganz schlimm, ganz schlimm. Sie ist fleckig. Ja, sie ist fleckig und lässt sich sehr schwer auftragen. Also das finde ich schon mal wirklich... Das ist schwierig, wenn man eine Foundation hat, die sich einfach nicht richtig auftragen lässt. So, jetzt habe ich aufgemacht und habe mir die Bewertungen jetzt rausgeholt. Kamera läuft. Katastrophe, schreibt jemand. Ich bin sehr zufrieden mit den Produkten von Reval Marken. Aber diese Foundation ist furchtbar. Sie lässt sich sehr schwierig auftragen, wirkt gräulich und ist sehr fleckig. Also gräulich, das ist jetzt farbabhängig. Da kann jeder gucken, wie er will. Gräulich wirkt sie bei mir jetzt nicht. Sie hat nachgedunkelt. Sie wird dunkler wie auf dem Handrücken. Der Pumper, was ich da auf meine Hand gemacht habe, das wirkt im ersten Moment ein bisschen gräulich. Aber sie kommt am Ende bräunlicher rüber jetzt. Ne? Also die dunkelt nach. So, und ist sehr fleckig. Okay, sie ist fleckig geworden mit dem Pinsel mehr wie mit dem Beauty Blender. Das muss ich jetzt dazu sagen. Der Beauty Blender hat es auf meine Haut besser gemacht. Aber sie ist fleckig. Sie ist fleckig und sie löst sich an manchen Stellen auch wieder. Ich mache mir nämlich jetzt erstmal ein bisschen was Pflege auf die Lippen. Weil wenn jemand Angst hat, eine Foundation, eine matte Foundation wird trocken, dann ist es diese hier. Auf alle Fälle. Ich werde jetzt trotzdem mal ein bisschen Thermalwasser drauf bringen, dass so ein bisschen Feuchtigkeit drauf kommt und das nicht ganz so spannend jetzt für mich, weil ich habe ja jetzt auch keine Kosmetik mehr drunter, also keine Creme und nichts mehr. Und werde das Ganze jetzt ein bisschen, achso, das war im Übrigen von Isana, das Thermal, also dieses Wasser hier, dieses Wasserspray, ne? Das habe ich jetzt mal aufgetragen und jetzt gucke ich mal, was jetzt passiert. Oh, jetzt wird sie richtig cakey. Donnerwetter, in Verbindung mit dem Wasser wird das Ganze noch dramatischer. Nicht schön. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich das Ganze nochmal einarbeite? Das Ganze löst sich fast wieder.
So, ihr seht das auch schon, dass es sich wieder löst. Also mit Thermalwasser oder mit Wasser drüber nochmal hinterher funktioniert das gar nicht.